Wir sind live. Oh ja. Schön. Ich klemme euch mal hier fest. Und zwar herzlich willkommen zu meiner Live-Session hier. We are live now and hello and welcome to my Live-Video on here. Und als erste Frage eigentlich, ihr hört es vielleicht schon. Oh, wer ist denn da? Carla, oh, sehr cool. Hallo, liebe Cara. Carla, so rum. Schön, dass du dabei bist, toll. As a first question, I want to ask you whether you want me to speak English or German. But before that, I have to do some improvements for this, because, genau, ich will nämlich eure Kommentare, die ihr schreibt, auf meinem Laptop sehen, damit ich auch dann weiß, ah ja, das macht ihr. Und das stelle ich gerade noch ganz fix ein. Und in der Zeit könnt ihr mal schön schreiben, ob ihr wollt, dass ich... Ah, jetzt geht's. Ob ihr wollt, dass ich Englisch oder Deutsch rede. I thought about speaking English or German. At the same time, you listen to it. You can listen to it like I imagined doing this. Also, ich habe eigentlich vor, wenn ihr nicht sagt... ihr wollt nur Deutsch oder nur Englisch haben, dass ich dann sozusagen, ah, Kilian, cool, dass du dabei bist, schön, dass ich ja Deutsch und Englisch gleichzeitig spreche. Ihr müsst auch am besten schreiben, schreibt am besten irgendwie DE rein, wenn ihr nur haben wollt, dass ich Deutsch spreche. Oh, cool, Maxi, ah, schön. Das sind alles Kommilitonen aus Ravensburg, beziehungsweise nicht alles, aber zum ganzen Leben, ich habe die liebe Maren auch schon gesehen, du hast da schon eine Frage gestellt, da freue ich mich schon drauf. Und habe mich riesig gefreut, dass du eine reingeschrieben hast. Wenn ihr auch Fragen habt, schreibt die auch unten rein. Aber davor, ja, schreibt erstmal rein. Ach, du hörst nichts, hast du geschrieben. Jetzt geht's. Ja, wenn ihr irgendwie Probleme habt, dem zu folgen, weil ihr irgendwie nichts hört zum Beispiel oder so, dann schreibt's rein. Aber erstmal, schreibt am besten rein, ob ihr Deutsch oder Englisch wollt, dass ich spreche. So, at first, please write in the comment box on here, there, whether you want me to speak English or German. And then if you say, for example, you write DE and EN, I see, okay, you can understand German and English. And if you write only EN, I see, okay, you only want have me spoken in English. Also wenn ihr zum Beispiel reinschreibt DE, dann weiß ich, ah ja, ihr wollt nur, dass ich auf Deutsch schreibe. Und wenn ihr zum Beispiel Deutsch und Englisch versteht, dann schreibt am besten Deutsch, also DE und EN rein. Und wenn ihr zum Beispiel wollt, dass ich Englisch rede, okay, dann werdet ihr wahrscheinlich das nicht verstehen, aber dann schreibt EN rein. Hallo Kilian, du hast geschrieben, Deutsch und Englisch, das ist schön. Ah ja, ganz viele schreiben Deutsch und Englisch. Ja. Wenn jetzt ganz viele schreiben, dass ich Deutsch und Englisch reden kann. Lukas ist auch dabei. Ich habe ihn noch gar nicht in den Kommentaren gesehen. Aber ich sehe auch eigentlich die Liste an Leuten nicht. Das liegt daran, dass ich das zu weit weg habe. Ah, meine Mama guckt zu. Hallo. Nora, du bist auch mit dabei. Toll. Schön, freut mich. Lukas, das ist auch super. Hallo. Carla, Kilian, toll. Mensch, Mensch, Mensch. Anja, hallo. Genau, und Leon... ja, ihr habt alle geschrieben, die geschrieben haben, dass Deutsch und Englisch geht. Eigentlich der Grund, warum ich frage, ist, weil viele in diesem Sticker, wo man so dieses 100 hochziehen konnte, ich glaube, in die Richtung geht das bei euch von links nach rechts, auch wenn es bei mir von rechts nach links ist, dann da haben irgendwie auch viele das nach oben gezogen mit den 100, die wahrscheinlich tendenziell ja kein Deutsch sprechen, deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Aber da jetzt anscheinend alle Deutsch sprechen, würde ich das auch bei Deutsch belassen. Und habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Schreibt auch ruhig gerne Fragen rein. Apropos, ich schreibe nochmal fix was in den Kommentar hier rein. Und pin das an. Und zwar das Thema, was das hier ist, beziehungsweise was ihr machen könnt. Das müsste jetzt gleich gehen. Hallo Bi. Das pinne ich fix an. Jetzt müsste das angepinnt sein. Und genau, dann kann es eigentlich schon losgehen.
Genau, ich gucke mal fix, wer alles da ist und wer Fragen gestellt hat, dass ich auch die Fragen beantworte von denen, die gerade da sind. Genau, die Nora hat mir was ganz Freundliches geschrieben. Und zwar hat sie geschrieben: Wie machst du deine Fotos mit deiner Einschränkung? Hast du Hilfsmittel? Und zwar würde ich dafür eigentlich erstmal ja, erzählen, was ich überhaupt für eine Seheinschränkung habe, wie ich sehbehindert bin. Und zwar sehe ich mit 20% Sehschärfe. Das heißt, ich sehe verschwommener als jemand, der 100% Sehschärfe sieht. Und ja, dementsprechend sozusagen sehe ich weniger Details. Und dafür habe ich sozusagen auch, wenn ich fotografiere, Hilfsmittel. Ich habe auch das mal mitgebracht oder zurechtgelegt. Und zwar ist das so ein schickes Ding. Ich gucke gerade, ob ihr das auch dadurch durch mich. Also, wenn ich so gucke, müsst ihr eigentlich mich auch sehen, oder? Nee, ich bin schon recht. Ha, jetzt geht's. Jetzt seht ihr mich, ne? Mein Auge. Ja, zumindest gucke ich sozusagen damit auf den Bildschirm und habe sozusagen das da, wenn hier der Bildschirm ist, dass ich das darauf drücke. Übrigens muss ich mal fix in eure Kommentare gucken, weil ich die gerade nicht überblicke. Ihr habt vielleicht was geschrieben. Nummer 3 heute. Das verstehe ich ehrlicherweise nicht. ja, wir sind brav zu Leon. Das verstehe ich auch nicht. Wart jemand nicht brav? Oh. Naja, wie auch immer. Wenn ich sozusagen das hier an den Bildschirm mache von der Kamera, dann habe ich zum einen natürlich eine Abschirmung vom Sonnenlicht, aber vor allem habe ich eine Bildvergrößerung. Das heißt, da kann ich zum Beispiel scharf stellen damit und kann, ja, eigentlich ganz schön dreckig. Naja, damit eben einfach auch, wenn ich das scharf stelle, ich stelle manuell scharf, kann da einfach dann das benutzen und dann weiß ich, ah ja, da muss der Schärfepunkt hin. Und ja, das da ist gut. Nehme ich gern. Dann, wenn das Bild aufgenommen ist, habe ich ganz einfach noch einen. Ah, okay, das hatte ich nicht verstanden. Der dritte Stream ist das von euch dreien. Von euch zweien, Leon und wie. Okay. Ja, ich alter Schlingel. Hallo. Jonas. Schön, dass du mit dabei bist. Toll. Kann ich dir eigentlich irgendwie winken? Ich glaube, da ist gerade mein Stativ davor. Sonst hätte ich das getan. Hiermit verbal. Ja. Wenn das Bild am Computer ist und auf der Speicherkarte, dann kann ich ganz einfach eigentlich auch mit. Ach, Mareike. Hallo, kann ich ganz einfach das sozusagen auch auf dem Bildschirm vergrößern, wie ich auch alles andere vergrößere, eigentlich mit der Standard-Bildschirmlupe von Windows bzw. Mac. Ich habe auch was, wie ich es euch zum Beispiel zeigen kann hier. Wenn ich das umdrehe, ich habe mein Laptop hier für Notizen und Fragen, die ihr mir gestellt habt. Witzigerweise seht ihr euch ja selbst. Ich weiß nicht, ob es das gleich Inception gibt. Aber eigentlich müsste das jetzt klappen, dass ihr auch dann also, dass ich euch dann auf dem Bildschirm teile. Ha, jetzt kommt's. Hat ein bisschen Verzögerung. Aber zumindest, was ich euch zeigen wollte, ist das Spiegelverkehr für mich. Ich drehe das mal so, dass ihr es vielleicht nicht mehr seht. Naja. Wenn ich hier eine Tastenkombination drücke und scrolle, dann sehe ich zum Beispiel einfach nur einen Bildschirmausschnitt. Also wie zum Beispiel jetzt hier, da ist es so groß und jetzt könnte ich es zum Beispiel auch ganz gut lesen. Sowas mache ich einfach auch mit meinen Bildern. Dann. Ja, sehe ich da alles, was ich sehen muss und so ist das dann. Genau, Farben sehe ich ja sowieso normal, von daher ist das, denke ich, auch ein großer Vorteil. Obwohl ich auch interessanterweise eigentlich von einigen Fotografen gehört habe, dass die schlecht sehen. Also, weiß nicht, ob das irgendwie so ein Ding ist unter Fotografen. Aber ja, die liebe Maren, die hat, habe ich vorhin auch gesehen, ganz liebe Grüße an dich, ist auch die Praktikantin von der Ulla. Und heißt auf, sie macht einen ganz tollen Instagram-Kanal. Du musst mal nachgucken. Sie heißt auf Instagram Maren Surname, also Maren Surname. Und zwar hat sie mich gefragt, ob ich einen Zuhauseort habe, der weit weg von zu Hause ist. Und da habe ich einen. Also eigentlich habe ich zwei oder so eineinhalb. Ich erzähle erstmal von dem Haupt-Zuhauseort, der nicht mal zu Hause ist. Und zwar ist das Hiddensee. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine Insel in oder bei Rügen.
Und sozusagen in der Ostsee ist eine ganz, ganz tolle Insel, weil zum Beispiel da keine Autos fahren und ja, auch ganz viel Natur ist. Gerade wenn die Tagestouristen weg sind, dass dann auch ganz ruhig wird und ja, ein sehr schöner Ort ist, der mir auch irgendwie schon sehr vertraut ist und an dem ich mich sehr wohl fühle. Und ich habe tatsächlich meinen ersten Kalender, mit dem ich irgendwie, also den ich irgendwie auch, wo ich ein paar Stück produziert habe, habe ich über Hiddensee gemacht. Und zwar war das 2014. Ich habe den mal ausgebuddelt, beziehungsweise es war gar nicht so einfach, den zu finden. Unter den Haufen. Nein. Und ja, ich habe den mal hier. Und zwar, da ist er. Und würde den mal mit euch durchblättern. Das Witzige ist eigentlich, dass ich gar nicht mehr richtig weiß, was ich da für Bilder reingetan habe. Also ich habe ein paar natürlich in Erinnerung. Aber ich habe den jetzt auch nicht mal vorher durchgeblättert und gucke die sozusagen jetzt mit euch zusammen durch. Ich will aber vorher nochmal in eure Kommentare gucken. Vielleicht zur Erläuterung für die Leute, die neu dazugekommen sind. Wir haben hier gerade mit mir eine Live-Session Q&A. Irgendwie könnt ihr Fragen stellen. Habt irgendwie die Möglichkeit, mit mir hier zu schreiben und ich versuche zu antworten und mir das immer mal durchzulesen, weil ich das hier auf dem Bildschirm habe und nicht auf dem Handy. Dementsprechend gucke ich nach unten. Und genau. Ich sehe eine Frage. Ah, Samu, ist ja lustig, dass du dabei bist. Cool. Schön, freut mich. Ach, und Kasper auch, cool. Ja, also viele Grüße auch an Kasper, der anscheinend mit dir vor dem Bildschirm sitzt. Und liebe Nora, ich habe das in der Druckerei in Berlin drucken lassen. Die heißt Laserline, heißt die. Und ich habe gerade eine Frage von dir gesehen, liebe Bi. Ich würde die mal aufschieben und beantworte die gleich. Aber erstmal der Hiddensee-Kalender. Also nochmal kurz zur Einordnung. Wir haben hier ein Fragen-Antwort-Spiel mit mir und ihr könnt mir Fragen stellen. Genau. Ich gehe einfach mal die Kalenderblätter durch. Und bin auch ganz gespannt eigentlich, was da für Bilder drin waren von mir vor 6 Jahren. Das hier ist das Titelbild von dem nördlichen Leuchtturm von Hiddensee. Ja. Ich habe ganz vergessen, dass ich dann also so einen Untertitel genommen habe für den Kalender. Hiddensee 2014 im Laufe der Jahreszeiten. Naja, passt ja eigentlich. Aber ja, das war eigentlich auch ein schöner Morgen. Das war zum Sonnenaufgang, war früh irgendwie um 7, 8. Da hatte ich mich noch früh aus dem Bett gequält und hatte dann mich dahin begeben und das Bild aufgenommen. War wirklich ein schöner Morgen. Ich zeige das nochmal hier rein. Das siebte Bild, das nächste Bild ist dieses hier. Das ist Schnee, würde ich behaupten. Ja, und da ist der Januar. Ich glaube, das Bild würde ich heute nicht mehr so aufnehmen. Aber wenn ich damit anfange, dann wäre ich nicht fertig hier. Ach, das war eigentlich schön. Das war in irgendeinem Hafen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob Fitte oder Kloster. Das hier ist der Februar und es sind Eisschollen gewesen drauf. Ach, ich kann mich gar nicht mehr so richtig an die Umstände erinnern, dass ich dann da war. Weil er ist ja noch älter als der Kalender. Aber da waren Eisschollen, wie ihr seht. Und ja, da habe ich noch viel mit Waldwinkel fotografiert. Fällt mir gerade auf. Mache ich ja heute irgendwie tendenziell nicht mehr so oft. Oder eben aktuell fotografiere ich ja viel auch mit Teleobjektiv, viele Details und so. Viel Architektur. Damals habe ich auch ganz viel Natur fotografiert. Auch lange eigentlich. Und auch sehr gerne, ich mache jetzt immer noch gerne Natur, aber nicht so häufig tatsächlich. Das hier ist der März. Ein Meer, die Ostsee und davon ein paar Wellen in die Langzeitbelichtung gepresst. Ja. Und Buhnen. Dann, ach, der April. Das war gar nicht im April, aber trotzdem ist es der April im Kalender. Passt ja eigentlich auch von den grünen Steinchen. Und zwar war es auch schön, da war irgendwie, also in der Regel bin ich so einmal im Jahr auf Hiddensee für vielleicht eine Woche und
Das war im Oktober, da hat es nur geregnet, so die 7 Tage. War auch schön, da ja, musste man nicht aufstehen. Nein, ich bin schon aufgestanden, aber nicht so häufig. Oder ja, man hat es eben drin genossen, wenn es da irgendwie plätschert draußen und nass ist. Aber einmal bin ich doch rausgegangen, wahrscheinlich, anscheinend. Und habe dieses Bild hier aufgenommen. Genau. Das hier war auch im Oktober, aber das hier ist der Mai. Und hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Bilder so seht. Ich gucke mal wenigstens eure Kommentare, ob das alles so klar geht. Ah, Bi, du hast mich gefragt, wie alt ich war, als ich den Kalender aufgenommen habe. Da müsste ich mal nachrechnen. Ich war eher jung. Ich war 17, glaube ich. Als der Kalender rauskam, also als ich ihn produziert habe, 16 wahrscheinlich. Als ich die Bilder aufgenommen habe, war 15, 16 wahrscheinlich. Aber Louis, du bist auch da. Gelb, ja. Ich habe oft gelb am Fahrrad, habe ich oft eine gelbe Weste an und dementsprechend ist das manchmal mein zweiter Spitzname. Genau, und Kilian, du hast mich gefragt, was ich mit dem Ort verbinde. Ja, eigentlich viel Ruhe, Entspannung vor allem. So irgendwie ausschalten von allem, was so sonst noch da ist, überall. Und das eigentlich vor allem. Das verbinde ich mit dem Ort. Ja, doch. Das kommt schon so als Zusammenfassung vielleicht hin. Ganz lieben Dank, Bi. Du hast ja auch so freundliche Kommentare vorgeschrieben und ganz, ganz, ganz viel geliked. Ganz lieben Dank. Und das ist so freundlich von dir. Ja, ich mache mal weiter. Du hast geschrieben, toller März, das ist ganz freundlich. März war. Ah ja, das ist mit der Langzeitbelichtung. Genau, Mai habe ich euch erzählt. Das war auch ein sehr schöner Sonnenuntergang. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist gar nicht noch weiter im Kalender, aber der war zumindest schön. Und da habe ich auch noch mehr fotografiert. Das hier war im Juni, es war auch wirklich sogar im Juni. Das, ja. Ist Mohn und ja, auch ein Bild, wie ihr seht. Ich glaube, es kommen auch nur noch Bilder. weiter geht's. Ich will echt mal durchgucken, wer alles da ist. Deswegen nehme ich kurz noch mein Handy in die Hand und guck noch mal fix die Liste durch. Kian, hallo. Carla, hallo, hallo. Helen, oh, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, dass du da bist. Hallo. Lukas, auch oh, schön, dass du noch da bist. Samu, hallo, hallo. Elias. Oh, Elias. Schön, dich hier zu sehen. Ich wollte dich sowieso ganz, ganz lange anschreiben irgendwie und so. Muss ich mal machen. Wir waren zusammen in der Grundschule, von daher. Ja, ja, schön. Leon, Bi, Nora und meine Mama. Ich gehe mal fix wieder zurück und mach mal weiter mit dem Kalender. Und zwar, der Juli. Das ist eigentlich eine lustige Situation mit dem Bild, weil das hier, das. Die gleiche Situation, also das gleiche Stelle ist, wo ich es aufgenommen habe, und zwar an der Steilküste, wenn man von Rügen, nee, von Rügen, wenn man von Kloster nach oben läuft, also nach Norden, da habe ich es aufgenommen, und zwar ist es die gleiche Position, mehr oder weniger, wie das Aprilbild im Juli. Dementsprechend könnt ihr mal vergleichen, wie das aussieht, wenn das sonnig ist und wenn es. Das ist. Ja. Dann mache ich mal fix weiter. Das war auch was. August. Ja, August ist immer schön. Und vor allem war das auch hier schön, als ich das Bild aufgenommen habe. Und zwar war das der Ankunftstag, wenn man so, also wo wir damals in den Hafen da eingefahren sind, irgendwie, ist, man fährt dann mit dem Boot rauf auf die Insel, weil es eben Wasser drum, glaube ich. Und das war sozusagen der Tag, wo wir angekommen sind. Da war knapp noch Sonnenuntergang und da bin ich relativ eilig, glaube ich, zum ja, zum Strand gelaufen in Fitte, habe das aufgenommen. Ich glaube, das war auch gar nicht im August. Also ihr seht, ich mixe das manchmal durch meinen Kalendern, was jetzt sozusagen wann aufgenommen ist. Das hier war auch im Oktober, obwohl es der September ist. Vielleicht war es auch September. Also ich bin oft im Oktober da, von daher. Helen, hi. Ja, genau, das war so drum, ne? Genau. Das hier
ist im Wald. Das ist in der Heide. Das ist südlich von Fitte. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht keine falschen Angaben mache, irgendwie, wo das ist, aber ich glaube schon. Ja, da ist es. Eliza, hallo. Schön, freue mich, dass du da bist. Das hier war auch im Herbst, wie man sieht. Das war auch wirklich im Oktober wahrscheinlich. Das hier war ein bunter Morgen. Auch nass, aber farbenfroh und neblig. Ja. Und ach, das war, glaube ich, der gleiche Morgen wie das Bild vorher. Also die zwei Bilder waren am gleichen Morgen entstanden. Das hier sozusagen war unten auch eine Pflanze. Ich weiß nicht, ob das schon ein Baum ist, aber vielleicht. Genau. Und das letzte Bild, das hier war auch wieder im Winter. Das war wirklich irgendwann im Februar. Achso, es ist gar nicht Februar, es ist Dezember. Naja, also es war auch Winter und auch Schnee. Ja, es sind so typische Häuser eigentlich von der Insel, die hier auch auf dem Bild drauf sind. Das zu dem Hiddenseekalender. Also, ich habe ja gesagt, ich habe eineinhalb Orte, wo ich mich noch zu Hause fühle. Also vielleicht noch zur Einordnung. Die liebe Maren hatte mir also mich gefragt, und zwar, ob ich einen Zuhauseort habe, der weit weg von meinem Zuhause ist. Eine ganz schöne Frage. Liebe Grüße an dich, Maren. Genau, also Hiddensee ist auf jeden Fall eigentlich mein Top-Zuhause, was nicht zu Hause ist. Und dann habe ich noch ein Zuhause, und zwar war ich da erst einmal, deswegen ist es vielleicht ein bisschen komisch, aber ich zeige mal das Bild, was ich da aufgenommen habe. Hier. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich glaube, das müsste gehen. Das ist in der Wüste. Und zwar in einem Camp in ja, der Wüste bei Arad in Israel. Und zwar, ich kann vielleicht das Bild noch ein bisschen länger zeigen. Und zwar seht ihr hier im Hintergrund, da wo es hell ist, seht ihr Jordanien. Also das ist sozusagen ziemlich an der Grenze. Und erstmal, warum das sozusagen mein. Warum ich mich da auch so zu Hause fühle, obwohl ich nur einmal da war, was eigentlich komisch ist, ist, ja, weil es da so ruhig war, eigentlich vor allem. Und so ein ganz, ganz friedlicher Ort tatsächlich, trotz Israel. Und ja, das war irgendwie ganz, ganz, ja, fast schon komisch, weil einfach das so still war, dass man nur sich gehört hat. Und dementsprechend das ganz ungewohnt wahrscheinlich auch war irgendwie. Und ich war da in der Nacht, das ist sozusagen so eine, ja, Art Unterkunft, was dann zwei ganz liebe Menschen vermieten. Der Seffi. Und ja, ich kann noch ein bisschen was zu dem Bild erzählen. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie gut ihr das seht hier. Ob ich den Bildschirm heller machen muss? Naja, ich lasse ihn mal so hell, bevor irgendwas hier fällt oder putzelt. Und zwar, das Bild hatte ich eigentlich dann irgendwie dann nachts aufgenommen, bevor ich ins Bett bin. Und das war Sandsturm da, was ein bisschen stürmisch und eben dann auch so sandig war. Ja, und vor allem habe ich, also ich habe jetzt auch nur dieses eine Bild aufgenommen, weil es einfach, ich musste die Augen zumachen, damit ich das irgendwie da aufnehmen konnte, weil, ja, es war im Sandsturm. Und hab dann sozusagen mehr oder weniger blind die Kamera eingestellt und da, ja, dann das da geschossen. Das zu dem Bild. Ich glaube, ich habe so 30 Sekunden belichtet, also relativ lange beim Mondlicht. Deswegen sind die Wolken hier auch so ein bisschen verschwommen. Ach, für alle, die hier aus Ravensburg zuhören, das Bild habe ich auch drin in meinem P1 als erstes Bild. Tatsächlich. Das P1 ist sozusagen das Hauptprojekt von dem ersten Semester, wo ich sozusagen in Ravensburg studiere. Und da habe ich das mit verwurstet. Ich gucke mal fix in eure Fragen rein. Und zwar, ach, schön, dass es gut passt mit dem Bildschirm. Hallo Robert, schön, freue mich, dass du da bist. Viele Grüße in die Runde in Schwerin. Ich guck mal fix noch, Bi, du hast nämlich noch eine Frage geschrieben zu der Kamera, ob ich da Dioptrien einstelle. Und zwar ist das wirklich so, das habe ich gar nicht erzählt.
Ich suche die mal fix raus. Genau, hier. Hast du die Dioptrien-Einstellung an der Kamera im Einsatz? Ich habe die im Einsatz und zwar, wenn ich durch den Sucher gucke. Das mache ich jetzt aber gerade, wenn ich irgendwie so Bilder fotografiere, die ich auch veröffentliche, also die Architekturbilder, Landschaftsbilder und sowas. Da nehme ich einfach keinen Sucher, von daher habe ich das gar nicht erwähnt. Aber das stimmt, da kann man an der Kamera, wenn die einen Sucher hat, ganz oft dran drehen in so einem Rädchen. Ja. Und da drehe ich dran und es ist scharf. Und dann nutze ich die Kamera. Also genau, die nutze ich auch. Was hast du studiert, Nora? Hat das gefragt. Ich studiere in Ravensburg im jetzt knapp zweiten Semester Mediendesign. Also sozusagen ist das so dual. Das heißt, ich arbeite in Dresden immer 3 Monate. Und dann bin ich 3 Monate am Bodensee in Ravensburg. In der Nähe von dir, wie du hast geschrieben, du wohnst in der Nähe zwischen Friedrichshafen und Lindau hast du geschrieben, ne? Also ganz, ganz nah eigentlich zu Ravensburg. Ich mache mal mit der nächsten Frage weiter. Ah, die kommt auch von dir, Bi. Und zwar, oh, das war eine ganz liebe Frage. Vielen Dank. Und zwar hast du geschrieben, wie schaffst du es, so unglaubliche Bilder zu machen? Erstmal danke dafür. Und hilft dir das Equipment dabei? Und zwar, das Equipment, ich würde eigentlich mal vor allem darauf eingehen, was mir, also wie mir das Equipment hilft vielleicht. Und zwar nutze ich die große Kamera vor allem eigentlich, wenn ich fotografiere, also Vollformat. Ich fotografiere, glaube ich, mit der A7R von Sony. Und das bringt mir einfach was, wenn ich groß drucke. Das heißt, wenn ich habe zum Beispiel jetzt in der Einblicke Israel-Ausstellung im letzten Jahr, habe ich einen Bildausschnitt vergrößert auf eine Breite von 1,6 Metern. Und das ist zum Beispiel was, wo mir es auf jeden Fall hilft, dass man einfach Details noch sieht dann. Ich würde jetzt aber mal behaupten, dass wenn ich jetzt so im Internet Bilder veröffentliche, auch eine geringe Auflösung und so, dass das auf jeden Fall mit kleinen Kameras auch gut geht, bis nicht auch mit dem Smartphone. Also ich finde sowieso das auch sehr lukrativ mit dem Smartphone und so, weil da hat man es immer dabei auf jeden Fall. Es ist klein, es ist leicht und so. Und was mir aber auch noch hilft mit der großen Kamera, ich habe einfach auch Spielraum, wenn ich jetzt zum Beispiel stürzende Linien korrigiere. Das ist, wenn man Architektur hat und guckt dann nach oben oder auch neigt die Kamera nach oben, dann wenn die Linien so die gehen sozusagen so zusammen nach zum Punkt oben. Und das korrigiere ich in meinen Fotos sehr, sehr häufig. Und dementsprechend sozusagen verzerre ich die Bilder ein bisschen und habe da einfach noch Spielraum, dass ich da einfach noch eine Qualität habe, die ich auch gut drucken kann, wenn ich das entzerrt habe. Das ist auf jeden Fall praktisch. Aber sonst würde ich schon sagen, dass das auch das Equipment gar nicht der entscheidende Punkt ist. Ja. Es ist sogar, würde ich mal. Ja, doch, es ist sogar so, dass das. Ich fotografiere viel mit dem Teleobjektiv und also mit langen Brennweiten. Ulla, du bist dabei. Oh ja, ist ja lieb. Hallo. Oh, wie schön. Genau, Ulla. Oh, schön, dass du es geschafft hast. Danke. Ich hätte. Also, Mensch. Bin ich ganz gerührt. Ja, also jetzt geht's weiter mit der Q&A, mit den Fragen. Und ja, ich war gerade bei der Frage von der lieben Bee. Wie schaffst du es, so unglaubliche Bilder zu machen? Hilft dir das Equipment dabei? Und erstmal ganz lieben Dank für die liebe Frage. Und ich habe kurz gesagt, eben wenn ich irgendwie groß drucke zum Beispiel, dann hilft mir es auf jeden Fall. Ich fotografiere mit der A7R von Sony. Und da kann ich einfach groß drucken, dann auch Ausschnitte nehmen und daraus noch einfach ganz, ganz lange Panoramen machen. Habe jetzt zum Beispiel 1,6 Meter breit gedruckt und so in der letzten Ausstellung mit dem Ausschnitt aus dem Bild und das geht einfach sonst, wenn ich eine kleinere Kamera habe, schlechter und ich korrigiere eben stürzende Linien. Aber genau, sonst würde ich immer behaupten, dass man auch relativ weit kommt mit der Smartphone-Kamera und ja. Oh, Ulla, vielen Dank. Ich kann ja sowieso mal erzählen, oder ich mache mal fix noch die Frage fertig und dann erzähle ich mal was zu dem Livestream und zur Situation. Ja, eigentlich war ich, glaube ich, sogar schon fertig mit der Frage, wenn ich drüber nachdenke. Von daher, den Livestream hier, den gibt es
Zum einen durch einen wesentlichen Punkt, dadurch, dass die Ulla ihre Livestreams macht und da gesagt hat, macht mal Livestreams. So sinngemäß. Und ich hatte das irgendwie schon ein bisschen gedacht, dass ich das mal machen will und habe das dann aber irgendwie doch nicht gemacht, weil ist ja auch aufregend und alles. Und ja, jetzt habe ich es gemacht, weil die Ulla gesagt hat, macht mal. Genau, ich habe gleich was geschrieben. Genau, 1,6 Meter. Das stimmt. Ich kann auch noch was zu dem Bild erzählen. Ich muss mal gucken. Aber vielen Dank, T. Dietrich Fotografie, für das Kompliment zu meiner Website. Das ist lieb von dir und zu meinen Bildern. Ja. Und zwar, das Bild war ein Bild, was ich von der Klagemauer aufgenommen habe, für die Einblicke Israel-Ausstellung. Und zwar war das Schabbat. Dementsprechend hatte ich sozusagen nur ein ganz kleines Objektiv, 50 mm drauf, weil ich jetzt irgendwie ja auch nicht stören wollte und auch ganz weit weg stand, einfach um dann da Respekt zu wahren. Und habe da einfach sozusagen nicht den. Also natürlich auch nicht mit Stativ oder irgendwas, wie ich es normalerweise mache, sondern hat einfach sozusagen aus der Hüfte oder aus der Hand das Bild aufgenommen. Ich habe es, glaube ich, gerade nicht hier, deswegen kann ich es nicht zeigen. Aber ja, ist eigentlich ein Panorama von der Klagemauer. Und das habe ich dann verteilt auf 2x80 cm Bilder als Ausschnitt sozusagen, weil ich ja eben die kleinere Brennweite hatte, ausgeschnitten und dann aufgehangen. In der Weinbergküche war das damals. Es war echt eine ganz, ganz, ein ganz schöner Ort auch, weil es auch so ein naturverbundener Ort ist in Dresden. Und zum anderen habe ich sozusagen da christliche, jüdische und muslimische Heiligstätten zusammen in der Kirche vereint, um die dann auch um miteinander vielleicht auch zu präsentieren oder zumindest sozusagen nebeneinander ja, darzustellen. Und dafür hatte ich das sozusagen von der Klagemauer aufgenommen. Ihr habt, glaube ich, was geschrieben. Der Livestream, ob das Spaß macht. Auf jeden Fall, es ist ganz schön. Gerade wo wir gestartet sind, dachte ich, oje, oje, jetzt geht's los. Aber ja, super schön. Ich muss mal gucken, ob ihr noch Fragen habt. Und zwar, ich habe das gezeigt, habe den Kalender gezeigt. Das war's, glaube ich, was ich so an Fragen habe, die ich beantworten wollte. Aber ich wanted to greet someone who wrote in English very kind words in my sticker. So, greetings to Alex Fetetov and greetings to Don Strum Gallery. So, if you're listening here, thank you very much. Yeah, I have a look on. Also, ich guck mal fix nach, wer alles noch dabei ist. Carla, du bist noch dabei. Ach, Carina, dich habe ich noch gar nicht gesehen heute. Hier und jetzt. Schön. Oh, ganz liebe Grüße. Ulla, ganz lieb, dass du da bist. Freut mich sehr. Bi, und du hast auch so freundlich geschrieben. Vielen Dank, Nora. Dir auch, Leon und Thomas. Genau. Ja, wenn ihr nicht noch Fragen habt, dann. Also, jetzt hängt die Kamera wieder. Wenn ihr noch Fragen habt oder auch nicht Fragen noch habt. Also wenn ihr noch Fragen habt, so rum, dann schreibt die hier in das Kommentarfeld. Und wenn nicht, dann würde ich noch ein bisschen was erzählen und zwar noch ankündigen, was so kommt hier auf dem Kanal und so. Also zum einen habe ich ja gerade ganz viele Georgien- und Armenien-Bilder, die ich teile hier. Da kommen auf jeden Fall noch ganz, ganz viele. Da ja, poste ich in der Regel früh so am Tag. Oft jeden Tag, heute nicht, aber abgesehen davon in den Feed was. Dann, genau, ab morgen gibt es eine kleine Überraschung, beziehungsweise ein neues Thema, was ich jetzt auch noch nicht verrate, sondern ihr bis morgen gespannt drauf warten müsst, in den Stories. Und zwar habe ich ein neues Thema, was sozusagen ja auch eigentlich mit dem morgigen Tag ein bisschen zu tun hat und zu dem ich dann einfach in den folgenden Tagen, wahrscheinlich auch Wochen, Bilder zeige in den Stories. Und abgesehen davon habe ich auch im Rahmen von der ja, von den Livestreams von der Ulla und von den Challenges und der ganz tollen Facebook-Gruppe von der Ulla
ein Video aufgenommen, was ich euch auch noch teilen will, sozusagen, dass ich mich mal vorstelle auf dem Kanal. Und ja. Ich guck mal fix, wer das von euch kennt. Die Nora kennt das auf jeden Fall schon. Und wer kennt das noch von euch? Die Bi, da weiß ich nicht genau, ob du es kennst. Genau. Das werdet ihr auch noch sehen in den nächsten Tagen. Ich glaube, jemand hat was geschrieben. Ich gucke fix nochmal in die Kommentare. Ulla hat geschrieben, hab mir alles schon gefehlt. Bis ganz bald wieder. Gerne auch am Sonntag. Super, dass du auch die Strategie für deinen Kanal erzählst. Gutes Thema, cool. Nee, neues Thema. Ach so, cool. Genau. Vielen Dank, liebe Ulla. Schön, dass du da warst. Carla hat eine Frage, die würde mich auch interessieren. Okay, das habe ich übersehen wahrscheinlich, denke ich mal. Noch nicht, bin noch kein Facebooker. Ja, ich tatsächlich war auch lange Zeit kein Facebooker mehr, weil es irgendwie auch so, ja, verfallen ist, das ein bisschen böse zu sagen irgendwie, aber es ist irgendwie so als Plattform irgendwie auch was ich irgendwie selten genutzt habe. Aber seit die Gruppe da ist, seitdem bin ich wieder da. Ulla, ganz lieben Dank. Seitdem gehe ich irgendwie wieder ganz häufig auf Facebook und gucke da in die Gruppe rein irgendwie. Und es ist ganz, ganz freundlich zu sagen, die Gruppe ist um die Livestreams von der Ulla, wo sie sozusagen Challenges gibt, wo sie sagt, fotografiert mal was Spezielles oder so. Also ganz lieb, Ulla, vielen Dank, dass du da warst. Das freut mich sehr. Genau, Carla, du hattest eine Frage. Ich scroll mal fix. Wenn ich die nicht finde, wäre es auch ganz toll, wenn du die nochmal reinschreibst. Aber ich kann ja auch hier suchen, ne? Carla. Ah, eine gute Frage. Toll, du hast gefragt, seit wann ich meine Sehbehinderung habe und wie mein Weg zur Fotografie kam. Genau, ich habe meine Sehbehinderung von Geburt an. Ich kann ja auch mal die Story drumherum vielleicht erzählen. Ich bin einfach geboren mit grauem Star, das heißt so einer trüben Augenlinse oder in meinem Fall zwei. Also jedes Auge hatte trübe Augenlinsen. Und das wurde im Alter von 10 Wochen erkannt, also relativ früh. Und dann habe ich ja, das operiert bekommen, also habe dann sozusagen die Augenlinsen rausoperiert bekommen und habe auch seitdem eigentlich keine mehr drin. Habe aber dafür eben Kontaktlinsen zum Beispiel und eben normal Brillen und alles. Was aber spannend eigentlich dabei ist, ist, dass das Bild auf meiner Netzhaut scharf ist, weil sozusagen die Kontaktlinsen eben so wie auf einer Augenlinse das Licht oder eben den, wahrscheinlich kann man es mit der Fotografie vergleichen, den Fokuspunkt auf der Netzhaut da setzen oder eben auf der Netzhaut das scharf ist, bei mir auch, in sozusagen theoretisch 100%, aber mein Gehirn hat es eben nicht gelernt, früh im Alter von eben ganz klein, ganz jung, Babyalter, das zu lernen, eben zu sehen, weil eben meine Augenlinsen trüb waren, also die ersten 10 Wochen. Und dadurch kam das, dass ich genau jetzt sozusagen nur 20% sehe und nicht 100, obwohl sozusagen das ja auf der Netzhaut scharf ist, aber sozusagen das Gehirn das nicht gelernt hat zu verarbeiten. So kam das. Du hast noch einen zweiten Teil gestellt von der Frage. Seit wann hast du denn eigentlich deine Sehbehinderung und wie hast du den Weg zur Fotografie gefunden? Genau, den Weg zur Fotografie, der kam eigentlich tatsächlich auch, der kam tatsächlich auch durch, ja, die Sehbehinderung, witzigerweise, obwohl es ja eigentlich ein bisschen konträr klingt. Aber ich hatte eben in der Schule irgendwie immer eine Kamera dabei, weil ich zum Beispiel auch die Tafel abfotografiert habe. Und dann lag es eigentlich auf der Hand für mich, auch die nicht nur zum Dokumentarischen zu nutzen, sondern auch zu sagen, ah, da sieht es schön aus, das will ich auch irgendwie vielleicht künstlerisch umsetzen. Und so kam das eigentlich auch dann und ich zur Fotografie. Ja, Nora, du hast geschrieben, und zwar, ich habe festgestellt, dass ich auf Facebook andere Leute erreiche als auf Instagram. Das stimmt. Tatsächlich, ich habe ja auch eine Facebook-Seite und teile da immer die Sachen rüber automatisch, die ich auf Instagram teile, aber ich bin da irgendwie, eben bis die Gruppe dann kam von der lieben Ulla, nicht aktiv gewesen, aber ja. Ich muss mal fix gucken. Ach, Ulla hat geschrieben, gerne noch viel Spaß und einen schönen Abend.
Das wünsche ich euch auch. Einen ganz schönen Abend noch. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch Fragen habt. Sonst würde ich das hierbei belassen. Genau. Also, ich habe mich riesig gefreut über alle, die da waren und über eure lieben Fragen und ja. Nö. Dann schreibt mich sonst auch gerne an, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Und ja, dann war es das, glaube ich, für heute. Ihr müsst mal schreiben, vielleicht, ob ihr Lust habt, dass nochmal ich einen Livestream mit euch mache. Beziehungsweise, auch vielen Dank, Bi, das ist freundlich. Vielen Dank für dein liebes Kompliment. Ja, wenn ihr Lust habt, mache ich das nochmal. Ich habe überlegt, vielleicht auch euch mal mit fotografieren zu nehmen. Vielleicht habt ihr Lust drauf, dann schreibt mir einfach persönlich oder hier in die Kommentare. Ja. Ne. Dann vielen Dank fürs Zugucken und habt noch einen ganz schönen Abend. Es kommen jetzt keine Fragen mehr rein, deswegen würde ich das hier bei belassen. Stimmt, es ist Wochenende. Also ein schönes Wochenende euch, eine gute Quarantäne. Bleibt zu Hause und uninfiziert. Ja, dann. Ah, Bi, du hast geschrieben. Ah, es kam eine gute Frage rein. Und zwar von meiner lieben Mama, wie ich an die coolen Orte gekommen bin. Und zwar reisen wir sehr oft auch zusammen. Das ist immer schön. Und genau, mit meinen Eltern verreise ich sozusagen zum Beispiel eben nach Israel. Und hey Lisa, du hast zu spät eingeschaltet, hast du geschrieben. Ja, ich speichere das auch. Also ich kann das dann auch einstellen, dass es, glaube ich, dann noch irgendwie online bleibt und so. Ja, von daher. Also mit dir, liebe Mami, komme ich an die coolen Orte. Ja. Ja, ganz lieben Dank dir fürs Einschalten, liebe Carla. Ja, ich glaube, wenn ich das nicht beende, hört es nie auf, aber es wäre ja auch nicht schlimm. Naja, also wenn ihr noch was wissen wollt, dann schreibt ruhig. Aber wenn ihr nichts mehr schreibt, dann höre ich auf. Bis bald, euer Carina, bis bald. Es war schön übrigens, gestern war ich im. Ja, wirklich eine ganz super Mama, ganz, ganz herrlich mit ihr und meinem Papa auch herrlich, alles. Ich gucke mal fix, wer alles dabei ist. Und dann. Genau, Lisa, war schön, dass du noch gekommen bist. Und dann würde ich das sozusagen hierbei belassen und beenden. Ich speichere das in der Story oder ja, teile das. Dann seht ihr das auch noch. Und ja, vielen Dank fürs auch live mit dabei sein und fleißig Fragen stellen. Und ja, danke. Tschüssi und alles Gute.